So, dann herzlich willkommen zur Abendsendung. Heute war ja ein sehr spannender Tag. Der DAX konnte ja die anderen Aktienmärkte komplett outperformen. Auch der Eurostoxx 50 blieb hinter sozusagen den Erwartungen des DAX hin zurück. Und auch die angesprochene mögliche Schwäche in den US-Indizes folgt heute oder halt im Tagesverlauf. Deswegen ist es schon verwunderlich, dass der DAX einfach durchzog. Aber wie gesagt, ich komme jetzt gleich auf die Charts. Das war ja nur mein Gedankengang von heute früh, heute Morgen, dass sich hier der Nasdaq eventuell ja, nach unten aufmachen könnte. Das hat er aber nicht geschafft. Und da schauen wir den eben auch gleich mal hier im Chart an. Das waren die zwei Kerzen, die ich heute Morgen erwähnt habe. Und wenn die Eröffnung hier unten erfolgt wäre bei 4.765,64 und ein Gap offen wäre, dann wäre das hier wirklich eine Umkehrkerze schon. Jetzt hat er hier ein neues Hoch gemacht, ist nicht dramatisch. Wie gesagt, man ist ja auch hier nicht short gewesen, sondern ich war nur im Kopf auf ein Short-Szenario eingestellt, was natürlich nicht getriggert worden ist. Ja, und ich habe es auch nicht vorgestellt. So, wenn jetzt die Kerze, wir haben noch eine Stunde Handelszeit, wenn die sich jetzt hier im Tageschart sich nicht groß ändert, ja, im 4-Stunden-Chart ist jetzt hier noch nichts Besonderes zu sehen. Allerdings bleibt die halt ja auch eben dem kurzen Körper fast vollständig. Also, bleibt die Kerze so, sieht es wirklich jetzt nach einer größeren Korrekturbewegung aus. Ja. Könnte was fertig sein, darf sich dann ruhig nach unten entwickeln, also rund 150 Punkte verlieren. Also man hätte noch genügend Potenzial, auch wenn man den Stopp nach oben setzt. Zuletzt, das ist jetzt hier Gottmut Trader Chart. Ja, da muss ich auch wöchentlich einmal die Abendausgabe machen, so wie auch heute. Hier wurde die Marke nicht getriggert. Also ist auch jetzt hier nichts passiert. Ich wollte nur nicht mehr auf die oberen Kursziele dann eingehen bzw. das besprechen. Für mich war jetzt hier schon auch hier unten eher ein bisschen shortlastig war ich da eingestellt, aber was nicht aktiviert worden ist. Hier im Dow Jones sah es ein bisschen anders aus. Da ist es unter diese Marke gefallen. 18.410 hätte hier runter bis 18.000 fallen dürfen können, sollen, müssen. Hier wurde aber kein neues Hoch heute getätigt von den Marktteilnehmern. Sieht hier das alles trotzdem noch nach einer zweiten Bewegung aus. Hier sind wir im Tageschart unterwegs. Im 4-Stunden-Chart sieht es hier auch gut aus schon für einen Short. Bleibt die Kerze bestätigt. Wie gesagt, auch jetzt hier die letzte Handelsstunde läuft noch. Dann kann man hier, und das werde ich dann auch morgen so vorstellen, mit einem spekulativen Short-Szenario. Aber dafür müssen die Kerzen erstmal noch so bleiben. Beim S&P 500 Index war ja hier ein Short-Szenario am Freitag dann schon beendet worden. Der Schlusskurs ist ja, also ihr Stundenschlusskurs war hier dann schon um 19 Uhr. Und hier wurde dann auch noch ein neues Hoch gemacht und es wurde abverkauft. Also, das passt. US-Märkte und die Annahme von heute Morgen hat auch gestimmt, dass hier vielleicht was zu Ende ist oder die Dynamik weg ist. Wo die Dynamik überhaupt nicht weg war, war beim DAX. Und wenn man jetzt hier, wie gesagt, das hat dann hier auch gepasst, einmal mit diesem Setup, wo der Pfeil sozusagen nur auf die 10.550 gegen beziehungsweise auch mein Update-Pfeil, der sollte eben bis den 10.600 gehen und der DAX ist tatsächlich in einem Rutsch, ja, dann ab 14 Uhr bis auf genau 10.700 Punkte angestiegen. Also hier hat sich der DAX komplett outperformed, aber auch hier ganz einfach die Annahme, hier darf was fertig sein. Kann auch dann wieder nur, wie jetzt hier schon eingezeichnet ist, das eben ein Stück höher, dafür eben nicht mehr ganz so weit runter, aber von dem Hoch
Also die letzte zwei, den, der letzte 200-Punkte-Move darf korrigiert werden. Und dann eigentlich kein neues Hoch mehr, sondern hier ist schon was womöglich fertig geworden. Also jetzt ausführlich haben wir jetzt hier diese Indizes besprochen. Da kann jeder im Prinzip was mit anfangen. Die eigentlichen Setups folgen dann morgen, sobald sich was wirklich ergibt oder ich am Rechner sitze. Zu WTI hatte ich ja keine neue Meinung mehr, nachdem hier das ein blauer Pfeil war, das ein grauer Pfeil, beides exakt so aufgegangen. Als es dann hier stand, war für mich erstmal Öl erledigt. Das war hier nochmal der DAX. Die Münchner Rück, zwei, dreimal heute ja erwähnt, ist ja, sensationell gelaufen, aber wie gesagt, war mit Risiko behaftet, da heute die Zahlen rauskamen. Wo kein Risiko mehr drin war, war hier die Heidelberg Zement, würde hier fast im Tief, also nicht ganz das Verlaufstief, sondern hier, als sich die Aufwärtsbewegung wieder aufgemacht hat, die Aktie, die Aufwärtsbewegung, oder hier den Turnaround ist falsch, hier die Aufwärtsbewegung gestartet ist und hier über der Rainbow-Oberkante das Szenario dann nochmal vorgestellt, war hier bei rund 74 Euro und das Kursziel, ja, wird vielleicht höchstwahrscheinlich gar nicht erreicht, eventuell morgen ein kurzes Gap-Up oder Gap-Down, kann da eben auch schon vorkommen, die Bewegung runter und dann nochmal hoch, also auf die 50 Cent sollte man es nicht mehr drauf anlassen und auch nicht mit unbedingt mit kompletten Erreichung der Oberkante, wenn man hier das vielleicht hier unten, ja, ne, das passt dann nicht mehr. Naja, also man kann sich dann von dem Wert verabschieden, wo man sich auch ja verabschiedet hat, ist vom Hang Seng Index 2000 Punkte und von Nikkei hat man hier Teilverkäufe erledigen können. Das waren dann hier fast 700 Punkte, nimmt man hier nicht mehr, nicht ganz das Hoch, 57 oder wie man jetzt nachbörslich noch bei 16.700 steht, sind es rund 600 Punkte. Risiko war immer aber auch 600 Punkte, 700 Punkte hier. Da wurde aber sofort verringert und hier sieht man wieder, wenn man das Szenario anders gestaltet hätte, wäre man hier frühestens eben bei 16.250 reingekommen, aber den Stopp hätte man hier viel enger setzen können, da hätte man, wenn man es R-technisch betrachtet, also Chance-Risiko technisch, hätte man hier mehr R verdient, als man jetzt hatte, aber ich mag eben lieber antizyklische Setups. Sollte jedem bekannt sein, nicht zu antizyklisch, aber auch die mit großen Erfolgsaussichten. Silber war nichts Neues, Gold lasse ich jetzt hier auch erstmal weg, hier kann man nur sehen, hier begann eine kleine Aufwärtsbewegung, kann aber auch nur eine Korrektur zu der Abwärtsbewegung sein und dann nochmal eben tief wie eingezeichnet. Euro Pfund war ja der Stopp schon hier oben an die Tiefs hingelegt. Und zu den nicht erfreulichen Setups, da habe ich ja schon heute Morgen kurz ja meine Sorge breit getreten. Hier hätte es schon definitiv eine deutliche Aufwärtsbewegung oder mit dem Nikkei eine Aufwärtsbewegung kommen sollen, müssen. Und jetzt ist hier runtergefallen. Also ja, entweder schon wegen der Unsicherheit komplett hier raus, wo ich nicht mehr so, ja, wo ich es nicht mehr ganz so toll fand, oder jetzt eben durchhalten und mit der nächsten Bewegung vielleicht das, den Stopp nach oben setzen. Genauso grottig ist fast hier Euro gegenüber Yen gelaufen. Da man aber eben auch nicht ausgestiegen ist, kann man den Stopp oder lasse ich einfach den Stopp da unten, eventuell statt Schlusskursbasis kann man den auch direkt annehmen, wie gesagt, weil hier einfach was nicht anfangs in Ordnung ist. Das war's, danke fürs Zuhören. Diesmal habe ich es genau in 10 Minuten geschafft.
noch einen schönen Abend. Bis morgen.